Einige finden es ja todlangweilig, andere wiederum können gar nicht genug davon kriegen. Es ist ein wichtiger Bestandteil für Informationen, aber auch von Klatsch und Tratsch. Die Rede ist von Talkshows, genauer gesagt von einer ganz bestimmten, dem Talkschwutz nämlich. Seit November 1989 präsentieren die Berliner AIDS-Hilfe und das Manometer monatlich die einzige schwule Talkshow in Deutschland. Olaf Ried unterhielt sich mit Klaus Tillmann und Uli Menzel über Hintergründe und Entstehung von Talkschwutz. Ja, die Nullnummer hatten wir ja im letzten Herbst bei der öffentlichen Vorführung der Safer-Sex-Videos, die Wieland Speck eben für die DAH produziert hat. Und da kam eben auf die Idee, das eben auch im Rahmen einer Talkshow eben vorzuführen, wo wir dann Wieland eingeladen hatten. Da waren eben auch die Models mit dabei oder einige Models, die mit in dem Film aufgetreten sind. Ja, und das war sozusagen eine Auftaktveranstaltung und die lief ja enorm gut. Es war einfach rappelvoll im Schwutz. Und im Anschluss daran haben wir uns nochmal zusammengesetzt und gedacht, also Matthias und wir als Mitveranstalter, dass wir so etwas auch weiterhin machen könnten. Eben auch zu anderen Themen, die ja auch im Zusammenhang mit AIDS stehen. Wie konntet ihr Matthias Wrings dazu gewinnen für Talkschwutz? Ja, Matthias haben wir eben angesprochen, damals eben für diese Safer Sex Videovorführung, ob er Lust hätte, eben das eben zu moderieren. Und ihm hat es eben auch sehr viel Spaß gemacht und ja, und dann kam eben die Idee, das auch weiterzuführen. Mich würden die Inhalte interessieren. Geht es hauptsächlich um AIDS oder habt ihr auch breiter gefächerte Themen oder geht es nur um Homosexualität und AIDS? Ja, worum es eben uns dabei geht, ist eben, dass wir eine öffentliche Auseinandersetzung führen wollen über das, was eben sich durch AIDS überhaupt im schwulen Leben verändert hat. Ich denke, dass eben mittlerweile einfach viele Veränderungen mit dieser Krankheit eben auch eingetreten sind, dass vieles ohne AIDS eigentlich schon gar nicht mehr zu denken ist. Allerdings steht eben das Thema AIDS nicht immer nur in einem unmittelbaren Zusammenhang. Also es geht uns auch darum, einfach Facetten aus dem schwulen Leben zu präsentieren, darüber zu reden, die einfach hier auftreten. Also es Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Ja, als Beispiel haben wir jetzt im vorletzten Talkschwutz eben auch den Tanzkurs, den Männertanzkurs hier vorgestellt. Also das eben, was vielleicht sehr wenige hier überhaupt noch wissen, dass es so etwas gibt. Also ein Tanzkurs, wo einfach Männer miteinander Standardtänze lernen. Und auch das, denke ich, hat einfach seinen Platz hier. Also dass so etwas vorgestellt werden kann. Dann geht es aber auch uns darum, eben ja zu sehen, was hat sich eben im Kneipenleben auch verändert. Was ist heute anders, eben auch im Zusammenhang mit AIDS anders als vielleicht noch vor 6, 7 Jahren. Oder eben auch solchen Fragen nachzugehen, kann man den Darkroom bei Tom's Bar jetzt auch wieder öffnen? Ist das etwas, was eben auch gerade wegen AIDS denkbar ist? Sollte man das machen, sollte man es nicht machen? Und eben da hier auch die Stimme derjenigen zu hören, die in Tom's arbeiten, die in dieser Laden gehört. Gibt es da Gesichtspunkte, nach denen ihr eure Gäste aussucht? Ja, mitunter ist es ja so, dass wir uns vorher überlegen, so zu welchem Thema wollen wir Leute einladen und dann eben auch eine Zusammenstellung von Gästen machen, die einfach zu diesem Thema auch was sagen können. Also wenn es zum Beispiel darum geht, das Leben eben mit dem Virus oder mit der Krankheit, dass wir eben Betroffene dazu einladen oder wenn es um die Frage geht, ja, wie wird zum Beispiel ein Safer-Sex-Plakat erstellt, dass wir eben gucken, ja, wer ist daran beteiligt, von demjenigen, der für die Konzeption steht bei der AIDS-Hilfe bis eben zum Fotografen oder bis zum Model und dass wir die Leute eben dann ja auch zusammenführen. Das ist eigentlich, denke ich, so der Hauptgesichtspunkt. Und es geht, ja, darüber hinaus geht es einfach auch darum, eben, dass wir eben auch bekannte Persönlichkeiten, dass wir bekannte Persönlichkeiten gewinnen wollen, die einfach viele Leute kennen oder vielleicht auch kennenlernen wollen. Also wer wollte nicht schon mal auch den geistigen Vater der Knollennasen kennenlernen, also Ralf König. Das ist natürlich auch ein Gesichtspunkt. Wir hören gleich noch mehr über das Talkschwutz, auch das, was heute Abend stattfinden wird. Aber vorher gibt's The Family Stand mit Ghetto Heaven. It's quarter to 11.
Gibt ihr dem Publikum Möglichkeiten, mit Ideen und Vorschlägen in Talkshows einzugreifen? Ja, also einmal beim Talkshow selber haben wir immer versucht, die ganze Sache so zu halten, dass also die Leute auch aus dem Publikum heraus sich in das Geschehen auf der Bühne vorne einschalten können. Das ist in letzter Zeit leider ein bisschen zurückgegangen. Je mehr Leute kamen, umso schwieriger war es für das Publikum, für den Einzelnen, den Mut auch aufzubringen, sich daran zu beteiligen. Und im Vorfeld ist sicherlich für jeden immer die Möglichkeit gegeben, bei der BAH oder bei Manometer Anregungen zu geben, Mensch, den würden wir gerne mal sehen, und dann würden wir uns sicherlich, wenn das dann zum Thema passt, auch darum bemühen, denjenigen zu bekommen. Findet ihr nicht auch wichtig, Talkshows in der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und den Rahmen eben zu sprengen, diese Suppe zu verlassen, diese schwule Suppe, um auch Vorurteile und Hemmungen vielleicht gegenüber Schwulen und Lesben abzubauen? Naja, erstmal denke ich, finde ich es wichtig, dass eben so eine Auseinandersetzung auch über die Themen schwules Leben im AIDS-Zeitalter, dass sie erstmal auch unter Schwulen und mit Schwulen auch geführt werden. Aber selbst im Schwutz haben wir ja nun eben auch so diese heterosexuellen Aspekte da eben auch mit reingenommen. Ich denke zum Beispiel an Chilla Green, die Berliner Band, die zum ersten Mal vor einem schwulen Publikum auch aufgetreten sind und die eben im Anschluss daran eben einfach auch begeistert waren, nicht nur von dem Publikum begeistert waren, sondern eben auch von dieser Show, Talkshow begeistert waren und sagten, hey, dass es sowas gibt, das eben so öffentlich über Sex, und da ging es auch ums Thema Darkroom, sollen die geöffnet werden oder nicht, dass ihr so darüber auch reden könnt, und ich komme da jetzt einfach wieder hin. Da bin ich dann nächstes Mal wieder dabei. Oder denk an Plan B oder Frau Momper. Ja, Frau Momper. Eben. Die ja auch mit Sicherheit sehr viel Neues gelernt hat bei der Teilnahme im Talk Schwutz. Letzte Frage zu Ihrem Job als Momper. Momperin.
haben Sie denn eigentlich gefühlt in dem Moment, ich muss es gestehen, naja, was ich jetzt denke, ist wurscht, kam plötzlich Bild-Zeitung und da wurde Ihr Mann schon mal so probeweise ein bisschen lanciert als neuer Bundeskanzlerkandidat. Haben Sie dann Schrecken gekriegt? Na, bei der Bild-Zeitung nicht so, die schreiben ja alles. Aber da muss man immer sagen, gleich von vornherein, nein, nein, nein. Und nachher kommt man nämlich dazu, wie die Jungfrau zum Kind. Ich kenne das nämlich, wenn man nicht entschieden hat. Solche Sachen auf der Eigendynamik und plötzlich steht man da und ist irgendwas, was man gestern noch gar nicht war. Das habe ich dann schon mal erlebt. Ne? Und dann geht es nicht mehr zurück. Ne? Und dann muss man schon immer sagen, nein, nein, auf gar keinen Fall. Ist aber das nicht, weiß ich auch nicht, ja, aber das habe ich eben. Ne? Eben, also das wäre ja durchaus nicht ganz im Bereich des Unmöglichen, mal so mal zu sagen. Also ich fände das schon relativ unmöglich. Also. Kein attraktiver Job, ne, weil es auch keine Lebensqualität. Also ihr habt sehr große Publikumsresonanz. Ja, ich denke, das kann man so sagen, dass meine anfänglich waren vielleicht 40, 50 Leute beim Talkschwutz und mittlerweile ist es ja in der Regel so voll, dass die Letzten schon gar nicht mehr reinkommen können. Oder Leute gar nicht erst hinkommen, weil sie meinen, gerade im Sommer, es ist viel zu warm und zu eng und wir kommen doch nicht mehr rein. Und da haben wir fast einen nahtlosen Übergang genau zu dem, was nämlich Talkschwutz extra jetzt ausmacht. Wir haben die Möglichkeit bekommen, das Tempodrom zu nutzen jetzt in dem Sommerloch und haben dann gesagt, okay, da machen wir eine extra Veranstaltung, zu der eben alle Leute kommen können, die aus den Gründen, die ich eben genannt habe, meinten, ins Schwutz nicht zu kommen. Ja, aber im Gegensatz zum Schwutz scheint ja jetzt im Tempodrom mehr Show als Talk anzustehen. Findet ihr nicht ein bisschen gewagt, so eine große Veranstaltung? Ach, ich sehe das gar nicht so sehr im Gegensatz. Auch die Shows im Schwutz sind eigentlich immer so gelaufen, dass es nicht nur Talk war, sondern auch von den Gästen hauptsächlich, die interviewt wurden, sofern sie auf der Bühne was machen konnten, dann auch einen Showblock zur Auflockerung da reinzubringen. Und ich sehe also keinen wesentlichen Unterschied, außer in der Größe des Publikums und vielleicht auch dessen, was auf der Bühne abläuft, in der Struktur der gesamten Sache. Ich denke, es zeigt sich ja auch, dass wir damit auch eine Form gefunden haben, die einfach auf der einen Seite wohl zeitgemäß ist und einfach auch so in diese Zeit reinpasst und dabei eben auch so dem Wunsch oder Bedürfnis eben der Gäste auch Rechnung trägt, sich eben auch zu sagen wir mal, sehr ernsthaften Themen auseinanderzusetzen und da mitzureden, mitzuzuhören, ich denke auch eine ganze Menge an Impulsen da ja auch mitzunehmen. Und zum anderen eben auch Unterhaltung damit zu haben. Was ich ein bisschen vermisse beim Talkschwutz sind lesbische Themen. Woran liegt denn? Naja, das hat sicher mal damit zu tun, dass wir eben jetzt als Präventionseinrichtung ja erstmal uns auch für Schwule, also für die Zielgruppe Schwule verantwortlich sehen. Und ich denke, dass eben AIDS auch ein Thema ist, was erstmal Schwule betrifft. Ja gut, jetzt geht es ja nur nicht immer um AIDS, das habt ihr ja vorhin schon mal gesagt. Und eure Gäste sind ja nicht nur schwule Männer oder Männer, sondern ja auch Frauen. Und es gibt ja sicherlich auch lesbische Themen, die wichtig wären zu diskutieren, auch mit der Prominenz, die vielleicht auf dem Podium sitzt, oder? Mit Sicherheit. Ich meine, wenn... ich würde sagen, es muss auch eine Initiative von den Lesben sein, die uns einfach mal ansprechen und sagen, also wir würden ganz gerne mal an dem Forum Talkschwutz mitmachen oder hätten ganz bestimmte spezifische Themen, die... unter anderem auch unter den allgemeinen Bereich Schwulsein in den Zeiten von AIDS passen. Und da glaube ich kaum, dass da irgendwie irgendwelche Widerstände wären. Also ihr könntet euch vorstellen, ein schwul-lesbisches Talkschwutz zu machen, ja? Ja, das wäre mal ein Versuch wert. Wäre mal ein Versuch wert, ja. Ja, Olaf Ried war das im Gespräch mit Klaus Tillmann und Uli Menzel. Talkschwutz heute Abend extra und live im Tempodrom Open Air. Das Ganze, falls es doch noch anfangen sollte zu regnen, findet das Ganze im Zelt statt. Um 20 Uhr ist Beginn und Gäste sind da unter anderem Lea Roos, Sandra Maischberger, Christian Kesselring, Georgetti, Carsten Flöter, alias Georg Uecker aus der Blindenstraße, Detlef Meyer, Mark und Bengels und als Special Guest schließlich Mathilde Santing. Moderiert wird das Ganze von Matthias Frings und Wieland Speck. Beginn, wie gesagt, 20 Uhr. Eintritt 10 Mark im Tempodrom. 10 Mark für euch, außer ihr ruft jetzt bei uns an. Wir haben nämlich Freikarten unter der Telefonnummer 216 4085. Musik.
trouble, always a one side. Guess I've never had. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains of thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid packing to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. I'll revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, you know who we are. Those who deserve the best in life know what the money's worth. Those whose sole misfortune is having mountains.
Für alle die, die in diesem Sommer drohen, in das gleichnamige Loch zu fallen, hier der rettende Tipp der Eldoradio-Redaktion: legt einfach eine John Waters-Woche ein. Das Eiszeitkino tut dies und das ist Anlass für mich, euch die Geschmacklosigkeiten des Königs des Bad Taste mal wieder so richtig ans Herz zu legen. John Waters kann man ja eigentlich nur lieben oder hassen. Und die meisten Lesben und Schwulen, hier sind sie sich dann ausnahmsweise mal einig, lieben John Waters. Und das nicht nur wegen seines Superstars Divine. Alle 7 Filme in Spielfilmlänge von Waters werden jetzt im Eiszeitkino in Kreuzberg gezeigt. Dabei auch die Raritäten aus dem Jahr 1969 und 1970, Mondo Trasho und Multiple Maniacs. Mondo Trasho, ein Stummfilm mit Musiküberblendung, zeigt Divine in seinem ersten Spielfilm. Divine überfährt eine junge Frau, die sich mittels Fußzehenlutschens gerade einen Orgasmus machen lässt, mit ihrem 59er Cadillac Cabrio, weil sie gerade von einem splitternackten Tramper an der Straße abgelenkt wird. Der geschmackvolle Rest der Storys spielt dann in Waschsalons, Irrenhäusern und Labors irgendwelcher verrückter Wissenschaftler. Mondo Trasho war Waters erster Versuch, einen 90-Minuten-Film zu machen und darum etwas unbeholfen noch, falls solche Wertungen bei Waters überhaupt zutreffen können. Für Fans ein absolutes Muss, genau wie Multiple Maniacs, den John Waters ein Jahr später machte. Hier finden wir dann auch schon alle unsere Lieblinge aus den späteren Waters-Filmen. Neben Divine, die noch fettere Edith Massey, David Lockery, der inzwischen verstarb, Mary Vivian Pierce und Mink Stowell. Auch in Multiple Maniacs geht's um Sex, um Mord und Totschlag, Perversion, Drogen, Fäkalien, eben alles, was richtig eklig ist und oder Spaß macht, zumindest in den Augen von John Waters. Dann im Programm die beiden Filme, mit denen Waters und auch Divine zum Star wurden, Pink Flamingos und Female Trouble. Ja, ja, Pink Flamingos ist der Film, wo Divine richtige Hundescheiße richtig isst. Und das ist aber beileibe nicht das Beste an dem Film. Neben Edith Massey als die Egg Lady, die den ganzen Tag fett und feist in einem Gitterbettchen sitzt und hartgekochte Eier frisst, schließlich den Eierverkäufer heiratet, was läge näher, ist meine Lieblingsszene in Pink Flamingos immer noch die, wo 2 Polizisten auf einer Grillparty, die sie gerade versuchen aufzulösen, mitsamt Innereien und drumrum von den Partygästen verspeist werden. Dass John Waters danach noch in der Lage war, eins draufzusetzen, das klingt fast zu schön schrecklich, um wahr zu sein, aber er hat's mit Female Trouble dann geschafft. Mink Stowell brilliert hier als hysterische Tochter, der Spross einer Vergewaltigung, wo Divine sich in einer Doppelrolle selbst vergewaltigt. Ansonsten sitzt die Tochter im Käfig, später auch noch die Nachbarin, einmal mehr Edith Massey hier, die es oft genug schafft, Divine die Show zu stehlen. In Female Trouble endet Divine dann als Schwerverbrecherin auf dem elektrischen Stuhl, weil sie bei einem Auftritt das Publikum von der Bühne runter erschießt. Später tat ihr das dann Sid Vicious im Rock'n'Roll-Swindle gleich, aber nie so überzeugend. Kommen wir nun zu meinem Lieblingsfilm von Waters, zu Desperate Living aus dem Jahr 1977. Hier hat es tatsächlich geschafft, meine Magen- und Geschmacksnerven am meisten zu strapazieren. Desperate Living ist die gelungenste und bösartigste Lesbenverarschung, die ich kenne, und ohne dabei niemals wirklich so richtig lesbenfeindlich zu sein. Hier ist auch dann das endgültige Statement zur lesbischen Penisneid zu finden, mehr verrate ich erstmal nicht. Darüber hinaus, neben der gebratenen Ratte, die gelungene Darstellung einer Butch-Femme-Beziehung mittels einer Gabel, die die Bulldike Super Butch, gespielt von Susan Lowe, ihrer Freundin durch die Hand in die Tischplatte sticht, um endlich klarzumachen, wer der Mann im Haus ist. Desperate Living, für mich der absolute Höhepunkt an Bad Taste. Auch John Waters musste sich ja nun nach diesem Knaller was Neues einfallen lassen und er tat es auch. Er drehte den ersten Film, den man auch riechen kann, Polyester, der erste Film in Odorama. An der Kinokasse gibt's die Odorama-Riech-Rubbel-Karte und bei entsprechendem Aufleuchten der Nummer im Film rubbeln wir an derselben Nummer auf der Karte. Die Gerüche reichen hier von Stinktier über Pizza bis zum Hundehäufchen. Schließlich gibt's dann noch Waters vorletztes Werk Hairspray, der letzte Film mit Divine, bevor dieser starb, und der Einstieg in Waters Rock'n'Roll und Party-Teenage-Filme. Ich kann mich hier immer nicht entscheiden, ob bei Hairspray nun die Frisuren oder die Musik besser ist. Auf jeden Fall ist hier Bad Taste der harmloseren Sorte angesagt, ein Film, in dem ihr auch jederzeit eure Eltern wieder mitnehmen könnt. Und
da wir gerade bei Bad Taste, also schlechtem Geschmack, sind, unterlegen wir das Ganze jetzt mit einer Bad Taste Musik vom Feinsten. Ich bin mir sicher, John Waters wäre begeistert. Und jetzt sage ich euch noch, welche Filme wann laufen. Heute Abend um 21.30 Uhr gibt es also Pink Flamingos zu sehen und um 23.30 Uhr Multiple Maniacs zusammen mit Polyester im Doppelprogramm. Morgen Abend noch einmal um 21.30 Uhr Pink Flamingos und um 23.30 Uhr denn nur Polyester, der Film in Odorama. Guter Geschmack, schlechter Geschmack, hin und her, ganz egal, die Sendung, die die Leute mit dem guten Geschmack auf jeden Fall hören, hört ihr hier Eldoradio auf Radio 100, 103,4 MHz mit Kate Bush, Hounds of Love.